Es ist ja so, dass ich ja eine komplette Einsteigerin bin, was Badminton angeht, ne? Und das Ziel ist es quasi, dass ich am Sonntag nach dem New Badminton Open rausgehe und sage, ja, ich bin quasi kompletter Profi. mal schauen, ob wir das hinkriegen, man weiß es nicht. Und ich habe ja gestern schon ein bisschen so in der Halle mir so ein paar Spiele angeguckt, dabei auch vieles erklärt bekommen. Es war ein bisschen viel Input für einen Tag. Und ich denke, das kommt alles nach und nach. Mich würde aber interessieren, was macht denn ihr dann so, wenn nicht gespielt wird? Was macht ihr so, was passiert so hinter den Kulissen, so Backstage? Also erstmal, wir trainieren natürlich unfassbar Klar, viel. ja. Also das ist den meisten Leuten nicht so klar, wenn man jetzt sagt, so Badminton-Profi, ja, okay, trainiert ihr fünfmal die Woche oder sowas? Ja, nee, das ist ein Fulltime-Job, also 40 Stunden plus, ja, das ist gang und gäbe und unser ganzes Leben ist darauf ausgerichtet. Das heißt, ja, letztendlich ist auch unsere Regeneration irgendwie oder unsere Freizeit darauf ausgelegt, dass wir am Ende des Tages der bestmögliche Badmintonspieler werden. Ja. Also es ist schon so, dass da auch die Familie, Freunde viel unterstützen müssen, was das Ganze angeht. Ja, und dann ist natürlich Krafttraining, Athletiktraining alles ein ganz großer Teil oder zum Beispiel eben Physiotherapie, wo Ja. ich gleich noch hin muss. Also es ist ein Rundumpaket und ja, geht sehr, sehr viel Zeit drauf, Mhm, aber es klar. macht auch super viel Spaß. Und also, und wenn du jetzt irgendwie, ich sag mal, daheim bist, aber daheim ist dann zu Hause, ist dann Pause oder ist da selbst auch noch ein bisschen Training angesagt? Nee, also wenn ich dann zu Hause in der Wohnung bin, dann ist tatsächlich meistens Pause. Natürlich Ernährung zum Beispiel ist Ja, dann auch klar. immer ein Thema. Da sagt meine Frau vielleicht auch, ja, ab und zu mal was anderes zu kochen als nur irgendwie Hähnchen, Gemüse und Reis wäre auch mal ganz nett. Ja. Mache ich auch gerne. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Koch, von daher, das kriegen wir schon hin. Aber das ist natürlich wichtig. Aber genauso wichtig ist natürlich auch Ausgleich. Also wenn man den ganzen Tag irgendwie in der Halle steht, Ja. dann braucht man auch mal ein bisschen Kopf frei kriegen und Ruhe. Ich gehe zum Beispiel sehr gerne angeln, hier in St. Ingbert auch direkt. Macht mir super viel Spaß. Bin im Golfclub in Homburg, was sehr zeitintensiv ist. Meine Golfkollegen wissen das. Ja. Das schaffe ich leider nicht so viel, wie ich es gerne machen würde. Aber ja, immer wenn wir turnierfreie Phasen haben, versuche ich da schon auch mal 1, 2 Stunden irgendwie die Woche auf den Platz zu kommen. Ja, und solche Sachen sind dann einfach super entspannt, einfach mal ein bisschen Kopf frei vom Badminton und dann, wenn es wieder in die Halle geht, vollen Fokus und Vollgas. Und Stichwort Halle, du spielst heute sogar Korrekt. im Doppel. Ja, korrekt. Wir sind das vorletzte Spiel, also es wird schätzungsweise 8 Uhr am Abend oder Ja. sowas. Ja, ich freue mich riesig drauf. Erstes Spiel beim Heimturnier ist immer was Besonderes. Die letzten 2 Jahre zum Beispiel sind nicht so gut gelaufen bei uns, weil es auch Okay. mit ein bisschen Nervosität immer zu tun hat. Ne? Man will unbedingt gut performen, aber dann laufen ein, zwei Sachen Ja, nicht so gerade bei gut. Unterdruck ist immer schwierig, ne? Genau, Ja. aber ich freue mich trotzdem drauf. Es wird sicherlich cool. Ja, wie gesagt, internationale Wettkämpfe sind das, wofür ich inzwischen diesen Ja. Sport betreibe und da ist heute Abend nichts anderes. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück und Vielen wir werden sehen, wie es ausgeht. Wir hoffen natürlich gut. Dank. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte auch. Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank, dass du da warst, Klar. ne?